Zentregel an der Hürde schafft und da ist ein bisschen Blut im Gesicht, denn einen ordentlichen Schlag abbekommen von dieser Stange. Ja, das ist schade. Ewig schaut, weil das war oben wirklich sicher gefahren, wirklich kontrolliert unterwegs gewesen. So, und jetzt der Nanni. Manfred Munk. Drei Herren sind nach oben, alle drei aus Italien. Jetzt der Südtiroler Manfred Mölk. Hatte 43 Hundertstel Guthaben. Jetzt sind es 300stel gestanden. Ja, und da ist er spät dran, aber das war kein Problem. Schön zugezogen. So, jetzt rund anfangen, dann kannst du den Rhythmus finden. Das ist ganz wichtig, Einfahrtsteil haben. Er ist ein bisschen in Bedrängnis. Er kann nicht ganz so sauber laufen lassen. Das kann nicht noch einen Zacken mehr. Zwischenzeit für Manfred Mönch. 1100stel ist er dran an Cyprien Richard. Schau, immer ein bisschen Sport und jetzt hat er einen Innenschicht auch noch gehabt bei der Ausfahrt. Ja, das war ein gröberer Schnitzer da oben. Nein, das kann sich normal nicht mehr ausgehen. Geht sich wohl nicht aus. Für Manfred Mölk für die Führung. 2,37,39 gilt es zu schlagen. Aber bleibt davor Benjamin Reich? Nein. Rang 3 für Manfred Mölk. Benjamin Reich bleibt auf Rang 2. Richard vor Reich und Mölk die ersten drei innerhalb von 33 Hundertstel. Und damit ist Cyprien Richard auf dem Podest und hat zumindest sein Karrierebest im Riesenturnlauf eingestellt. Ein dritter Platz im Bormio 2008. Vielleicht wird es mehr. Schau mal, das ist fällig geworden. Na schau. Interessante Lächeln im Gesicht des Davide Simoncelli. Das liebt er, alter Partier, das mag er. 6 Zehntel Vorsprung hat er, der Sieger von 2003 hier auf diesem Rang. Auf diesem Rang. Gut reinerzogen, ersten Übergang. Der macht keinen Stockeinsatz, nichts mehr, weil er nicht mehr Zeit dazu hat. Und unten probiert er die Ski nur noch möglichst schnell umlegen. 700stel hat er verloren auf Richard. Aber nach wie vor über eine halbe Sekunde gut haben. Gut erwischt. Ganz das war das Tor von Marcel Hirscher. Super. Schau, da ist er eng reinerzogen und das geht sich ganz super aus bei ihm. Wie der flink ist. Überdreht den Oberkörper, aber optimal Hüften rein, schau, wie er ihn anstellt. Jetzt war er zu spät. So, Zwischenzeit. Trotzdem. 73 Hundertstel. Der ist einfach schnell, kann machen, was er will, schaut so aus. Der spielt sich so darunter, der lässt den Ski laufen, wenn er irgendwo zu direkt ist. Leicht anstellen, stoppt nur kurz auf. Simoncelli gegen die Topzeit von Cyprien Richard aus Frankreich. Italien gegen Frankreich um die Führung. Dann steht nur noch Massimiliano Platone. Jetzt klingelt's. 2,37,39. Das wird eine super Zeit. Und das ist die zweitschnellste Zeit im zweiten Lauf. Laufbestzeit im zweiten Durchgang hat nach wie vor Benjamin Reich. Der liegt jetzt auf Rang 3. Wird es ein Podestplatz für Benjamin Reich? Also jetzt möchte ich nicht mehr umstehen, weil das war extrem gut. Großartige Fahrt. Simoncelli 1,2 Sekunden vor dem Rest der Welt im Riesentorlauf. Aber einer steht noch oben und der hat nur eine Zehntelsekunde Vorsprung bzw. Guthaben. Und zweite Läufe, wann er geführt hat, waren bis jetzt noch nicht so sein Lieblings. Aber er hat hier 2005 schon gewonnen. Ein italienisches Duell um den Tagessieg hier in Alta Badia. Wie so oft, es wird der sechste. Verzeihung, der achte, so ist es, der achte Riesentorlauf-Sieg für Italien hier, seit hier im Weltcup Riesentorläufe gefahren werden. Sauber. Sauber Vorder. 23 Hundertstel ausgebaut, nochmal 13 Hundertstel dazu gewonnen. So sauber ist noch keiner gefahren wie er jetzt. Keine Probleme im oberen Teil. Aber jetzt, der Steilhang. Da war Simoncelli schon frech unterwegs. Platone gegen Simoncelli um den Tagessieg. Er ist geduldig unterwegs. Er schaut, das hat ein bisschen gekostet. Aber wie viel? Tief verschnitten, es ist steil. 2 Zehntel hat er. Das waren nur 300stel. Ein bisschen was wird dazukommen. So, wichtig, Ausfahrt. Ja, die ist gesessen, das passt, das könnte sich ausgehen. Boah, das ist ein Kampf auf sehr hohem Niveau. Unglaublich gut.
Simoncelli mit der zweitschnellsten Zeit im zweiten Lauf. Die Zeit 2:36:19. Platone attackiert diese Zeit. Das wird knapp. Jawohl, das geht sich aus. Und wie 43 Hundertstel. Der Sieger des Riesentorlaufs von Alta Badia 2009 heißt Massimiliano Platone. 4 Jahre nach seinem ersten Sieg hier gewinnt er wieder und holt den 8. italienischen Erfolg hier beim Riesentorlauf-Klassiker auf der Gran Risa. Benjamin Reich als bester Österreicher auf Rang 4 und das mit 1,7 Sekunden Rückstand. Ja. Was haben die Italiener hier vorgelegt? Platone und Simoncelli auf den Rängen 1 und 2, 43 Hundertstel voneinander getrennt. Cyprien Richard auf Rang 3, schon 1,6 Sekunden Rückstand. Das ist eine italienische Machtdemonstration der Extraklasse heute hier im Riesentorlauf. Und es ist ein schönes Südtiroler, ein schönes italienisches Skifest heute hier. Ganz ein gewaltiges Rennen, vor allem mit diesem Fehler im Steilhang. Da wäre noch was drin gewesen für ihn. Also die zwei, Platone, Simoncelli, eine eigene Liga. Der 5. Weltcupsieg für Massimiliano Platone, der 5. im Riesentorlauf. Den letzten hat er 2007 in Bad Gleichkirchheim gefeiert und heute jubelt er also hier über seinen 5. Erfolg im Weltcup. Massimiliano Platone vor Davide Simoncelli und Cyprien Richard. Kein Österreicher auf dem Podest, weiter warten auf einen Sieg hier, also für Rot-Weiß-Rot, auch für einen Sieg von Benjamin Reich, dem der Klassiker hier noch fehlt. 5. Mölk, 6. Ploner, 7. Ligeti, 8. Swindal, 9. Jansrud und 10. Küsch. Ganz bitter der Ausfall von Marcel Hirscher, der 4. war nach dem ersten Lauf, aber auf den wir uns schon freuen bei den nächsten Rennen, schon morgen im Slalom. Gleich geht's weiter hier in Alta Badia.